Cognitive Interaction Technology ist unser Thema. Herr Asfuhr hat schon angedeutet, wir verfolgen das Thema im Rahmen eines Exzellenzclusters, den wir seit 2007 haben. Was wollen wir erreichen? Nun, wir wollen erreichen, dass Technik für den Menschen bedienfreundlicher wird. Das war hier gerade ein Beispiel. Wir wollen, dass Technik im Grunde versteht, was wir von ihr wollen. Und das bedeutet, man muss Technik verständiger machen und das führt über Kognition. Kognitive Technologie ist unser Ziel und das beinhaltet natürlich, dass man über die Technologie hinaus auch noch wissenschaftliche Einsichten, wie Kognition funktioniert, gewinnen muss. Das ist die zweite Aufgabe, Grundlagenforschung. Und drittens, Technologie, die auf den Menschen zugeschnitten sein soll, muss im Grunde eine Brücke zwischen Mensch und Technik realisieren. Das heißt, man muss auch den Menschen anschauen. Man muss im Grunde diese Kulturen verbinden, die Kultur der Technikwissenschaften, die Kultur der Geisteswissenschaften. Das ist das verbundene Ziel. Nun, es ist ein riesiges Gebiet, Kognition. Diese vielen Bereiche versuchen wir zu zerschneiden entlang von vier Themenfeldern. Intelligente Bewegung, wie bewegen wir uns, wie laufen wir, wie greifen wir, wie koordinieren wir unsere zahllosen Muskeln. Dann aber von der Koordination physikalischer Bewegungsfreiheitsgrade auf die Ebene der Koordination von Ressourcenfreiheitsgraden, Aufmerksamkeit, wie allokieren wir Aufmerksamkeit, wie erreichen wir einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus mit dem Menschen. Situierte Kommunikation, schließlich wieder eine Abstraktionsebene weiter, wie können wir Gehirne koordinieren, wie können wir hier eine Kohärenz herstellen, Sprache, Wahrnehmung und Handeln zusammenbringen und schließlich dann, damit das alles geht, braucht man natürlich eine Grundlage in Wissen, in Weltwissen und in Weltkönnen, in Skills und dazu brauchen wir Gedächtnis und damit dieses Gedächtnis nicht statisch bleibt, brauchen wir Lernen. Und das sind so die vier Themenbereiche, in die momentan 37 Gruppen verteilt arbeiten. Sie ahnen, das ist ein sehr interdisziplinärer Bereich. Wir wollen die verschiedenen Sichten der Disziplin zusammenbringen, um eben über Technik hinaus auch grundlegende Einsichten, wie es der Mensch macht, wie es Lebewesen machen, zu gewinnen und zu nutzen. Die Biologie, die Sportwissenschaft am Menschen, die Linguistik an der Sprache, die Psychologie, wie Gedächtnissysteme, Aufmerksamkeit arbeiten, kognitive Entscheidungsmodelle. All das versuchen wir zusammenzubringen, um weiterzukommen. Und ich will Ihnen im Folgenden einfach einmal einige Facetten ausschnittshaft aufzuzeichnen, wie wir in Bielefeld versuchen, diese Interdisziplinarität aktiv zu leben. Beispielsweise hier, was bringen uns unsere Biologen für die Robotik? Was bringt umgekehrt die Robotik für die Biologen? So kleine Lebewesen wie die Biene sind bereits erstaunlich in ihren sensomotorischen, aber auch kognitiven Fähigkeiten. Und da kann man natürlich heutzutage mit modernen Experimentmethoden interessante Einblicke nehmen, wenn man etwa die Biene in so ein Omnimax-Kino mit vielen Leuchtdioden setzt, gleichzeitig die Neuronen beim Vorspielen unterschiedlicher visueller Szenen beobachtet. Und daraus kann man dann Schlüsse über das visuelle System gewinnen. Und hier hat die Gruppe um Martin Egelhaf beispielsweise ein Insektenauge nachgebaut. Das ist im rechten unteren Bild zu sehen, dass on the chip mit einer speziellen Optik die Eigenschaften und diese Omnimax-Charakteristik des Auges nachbildet. Und umgekehrt kann dann dieses Insektenauge wieder verwendet werden in Experimenten, in entsprechenden Umgebungen, um herauszufinden, wie Hypothesen über die Navigation von Bienen tatsächlich mit dem Auge in realer Welt funktionieren. Und auf die Weise befruchten sich Biologie und Robotik wechselseitig. Ein anderes Beispiel, wie koordinieren Insekten ihre Freiheitsgrade? Wir haben schon gerade von Herrn Dillmann diese eindrucksvollen Generationen von Laufmaschinen gesehen. Da gibt es auch viele gemeinsame Berührungspunkte. Ein Ansatz hier in Bielefeld, seit vielen Jahren von Holk Kruse initiiert und verfolgt und jetzt von Volker Dürr weitergeführt, ist, Insekten in ihrer tatsächlichen Koordination der Bewegungsfreiheitsgrade zu beobachten
und beispielsweise mit etwas miniaturisierten, weichenartigen Mechanismen dann herauszubekommen, was verwenden die für Strategien, wie kann man das dann modellieren, wie verhalten sich die Modelle, wie kann man das auf neuronale Netze abbilden, wie verhalten sich diese Tiere, wenn sie etwa Lücken überwinden, dezentrale Kontrollstrategien mit hoher Robustheit, die dann eben auch beim Verlust eines Beines noch funktionieren. Wie beeinflussen dann die entsprechenden Körpermodelle wieder Fähigkeiten, etwa darauf kognitive Architekturen aufzubauen, oder sind sie, oder wie sind sie koordiniert, etwa mit den Fühlern dann aktive Taktilsensorik zu machen? Das ist dann in einer weiteren Arbeitsgruppe im Bereich Biomechatronik, ich nenne hier Axel Schneider, Josef Schmidt und wiederum Volker Dürr, umgesetzt worden in das Design eines besonders leichtgewichtigen bionischen Aktuators, der inhärente Gefügigkeit aufweist und der ein sehr hohes Spitzenkraftentfaltungsverhältnis aufweist. Biologische Aktuatoren können oft über ganz kurze Zeit enorme Kraftspitzen entfalten, aber im Mittel sind sie dann eben wieder schlechter. Und bei heutigen technischen Aktuatoren haben einen guten Mittelwert, aber die können diese Kraftspitzen nicht. Und dadurch sind sehr dynamische Bewegungsvorgänge wie etwa Springen schlecht möglich. Und dieser neue bionische Antrieb, der ermöglicht solche neuen Bewegungen mit hoher Dynamik, das ist im Augenblick in Form eines Einzelbeinkonzeptes, dass dieses kleine Mokka-Dosen, große Teil am oberen Ende ist der Aktuator, in der Mitte ist er nochmal verbaut, realisiert. Und als nächster Schritt, und das ist schon weitgehend fertiggestellt, wird hier ein leichter Insektenroboter Hector realisiert sein, der mit Kohlefaserkörper dann weniger als 18 Kilogramm wiegt und der dann schneller als ein Fußgänger sich bewegen wird können und diese Aktuatoren verwendet. Und das dann wiederum ist eine Forschungsplattform, um die Forschungsarbeiten von Biologen, die Hypothesen über die Bewegungskoordination bei Insekten mit der Arbeit von Robotikern zusammenzubringen und den intensiven Austausch dann wieder auf eine neue Ebene zu heben. Wir sind über Robotik hinaus auch sehr stark an neuartigen Interaktionsparadigmen interessiert. Ich zeige das hier nur mal so im Anriss. Beispielsweise haptische Tische, die dann interaktives Arbeiten ermöglichen oder die Verbindung von virtueller und augmentierter Realität, dass man etwa auf Objekten dann zusätzliche virtuelle Dinge eingeblendet bekommt und dann beispielsweise, wenn das bei zwei Personen am selben Tisch unterschiedlich gemacht wird, dann kann man interessante kognitive Konflikte etwa beim Sortieren von Objekten in die Situation einbringen und neuartige kognitionswissenschaftliche Experimente machen, die wiederum Aufschlüsse über die Art, wie wir zusammenarbeiten und wie wir bei Konflikten uns dann wieder koordinieren, bieten können. Malleable Interfaces, also knetbare Interfaces, sehen Sie links unten. Dann kommt wieder was Biologisches, ein Elefantennasenfisch, der mit elektrischen Feldern seine Umgebung austastet und damit interessante aktive Sensorikkonzepte für die Haptik in Roboterhänden wiederum anzustoßen in der Lage ist. Das sind Arbeiten, die von Jakob Engelmann in der Biologie durchgeführt werden. Die Interfaces hier kann ich Thomas Herrmann, der sich mit Ambient Intelligence beschäftigt, nennen. Dann arbeiten wir auch an Gehirn-Computerschnittstellen, etwa um gehirngesteuert Autorennen zu betreiben oder so Eigenschaften wie das Überraschungspotenzial, das sehr verhältnismäßig, Gehirnsignale sind immer schlecht detektabel, aber das unter den schlecht detektablen Gehirnsignalen verhältnismäßig gut detektabel ist und das beispielsweise einem Roboter mitteilen kann, der Mensch ist überrascht über das, was der Roboter gerade tut. Dann ist natürlich für uns ganz wichtig die Interaktion über Berührung. In der Vergangenheit hat die Robotik eigentlich sehr stark interaktionsarme Bewegungen bevorzugt und versucht, geradezu Kontakt zu meiden. Aber natürlich wissen wir alle, um etwas in der Welt zu verändern, muss man in Kontakt mit der Welt gehen. Und das fängt eben mit der Haptik an. Und auf vielen Ebenen ist dann sowas wie Fingerspitzengefühl erforderlich und zuallererst eben auf der physikalischen Ebene. Und hier arbeiten wir an verschiedenen Sensorsystemen. Das große Vorbild ist natürlich die Haut und der große Druck ist, das soweit zu miniaturisieren, dass es eben dann auch in so eine Fingerkuppe passt. Und beispielsweise arbeiten wir hier mit modularen Sensoren, die dann sowas wie haptische Tische ermöglichen
und es gestatten, beispielsweise die Druckverteilung beim Hantieren mit Objekten und auch eine Mustererkennung von Objekten zu realisieren. Eine Vision ist, dass Objekte wissen, wie sie gegriffen werden, etwa hier beim Papierfalten, in welcher Art und Weise setzen wir da den physikalischen Druck ein, wenn wir solche Alltagstätigkeiten machen, und das Ziel ist dann eben, davon zu lernen, wie wir Roboterhände benutzen. Oder eben hier, das nennen wir ein intelligentes Objekt, das dann merkt, wie es gegriffen wird und entsprechende Druckpixelbilder dann drahtlos über Bluetooth etwa zur Verarbeitung sendet und dann wiederum solche Tätigkeiten wie: ich gebe Ihnen ein Objekt in die Hand, wie wechselt der Druck zwischen demjenigen, der das Objekt gibt, und demjenigen, der das Objekt nimmt, ab. Ganz wichtig ist auch das Experiment mit dem Menschen. Da hat man natürlich ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten als etwa mit Insekten. Dafür ist man beim Einführen von Elektroden wiederum etwas stärker eingeschränkt. Aber unsere Psychologen haben viele spannende Ansätze, trotzdem ins Gehirn zu gucken. Ein Ansatz ist beispielsweise das Speed Stacking. Das ist so ein in USA erfundenes Wettbewerb, wo es darum geht, ich glaube, es sind 32 oder 36 grüne Becher ganz schnell durch eine feste Anzahl von Konfigurationen zu bringen. Der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 6-7 Sekunden. Und hier sehen Sie, wie hier in der Arbeitsgruppe um Werner Schneider untersucht wird, wie Augenbewegungen beim Lernen so einer Fähigkeit allmählich zu einer immer besseren Koordination führen und wie dann beispielsweise im Langzeitgedächtnis Skills abgelegt werden und dadurch eine Automatisierung stattfindet. Beispielsweise, was passiert mit den Augenbewegungen, wenn man plötzlich im Dunkeln das Speedstacking macht? Das können die Probanden, die besonders gut geübt sind. All solche Fragen kann man dann angehen. Oder darunter so Expertisefähigkeiten wie gute Golfschläge. Das ist ja auch eine wichtige Anwendung, hier das Golftraining zu verbessern. In der Arbeitsgruppe von Thomas Schack, der sich mit der Frage beschäftigt, etwa wie dann diese Bewegungsprimitive auch im Gedächtnis abgelegt werden und welche Gedächtnisstrukturen dann entsprechend ein modulares und schnelles Lernen ermöglichen und was man daraus wiederum für das Training am Menschen schließen kann. Ein gemeinsames Interesse ist hier dann letztlich auch wieder: wie kommt dieses Wissen in unsere Hände? Denn unsere Hände sind ja eigentlich unser, neben dem Sprechen, das von den Bewegungsfreiheitsgraden vielgestaltigste im Interface. Und fast alles, was vor einigen Jahrzehnten in der Welt existierte, ist durch unsere Hände entstanden. Inzwischen hat sich das dank der Roboter schon etwas verschoben. Aber Sie sehen hier im Grunde genommen, das reicht vom elementaren Holzklotz, Baustein lernen bis zum künstlerischen und bis zum emotionalen Ausdruck. Das ist also eine volle Bandbreite von Fähigkeiten. Und früher hat man viel von künstlicher Intelligenz gesprochen. Wir glauben, es reicht völlig von Manual Intelligence, von manueller Intelligenz zu sprechen und dieses Forschungsfeld gewissermaßen in den Griff zu bekommen. Dann hat man ganz viel über Intelligenz und Kognition gelernt. Deswegen interessieren uns sehr stark Hände und Greifen. Und ein wichtiger Aspekt ist natürlich dabei das idealisierte Greifen eines Polygons unter genau bekannten Oberflächen und Geometriebedingungen so zu robustifizieren, dass das für Alltagsobjekte gut geht. Da arbeiten wir an topologischen Prinzipien, wie etwa Greifen als kontrolliertes Bilden eines Fingerkäfigs, um ein Objekt zu realisieren, dann mit Grundgriffposturen, biologisch inspiriertes, so wie wir es anscheinend mit unseren Händen auch tun, basiertes Greifen zu realisieren und dann das Greifen durch ein Vorstrukturieren dieser Pre-Shapes hinzubekommen. Nun ist natürlich Greifen nicht alles. Es ist erst ein Anfang. Man muss dann im Grunde genommen Objekte manipulieren. Wir machen viele Alltagsgriffe, die weit mehr sind als nur das Objekt zu packen. Und hier ist im Grunde noch Forschungsfront. Roboter mit mehrfingerigen Händen können im Grunde, wenn man über das Greifen, das Packen eines Objekts hinausgeht, noch recht wenig zuverlässig. Und was uns beispielsweise interessiert, ist dann das Lernen solcher Fähigkeiten. Unsere Roboterhand von der Firma Shadow hat 20 Bewegungsfreiheitsgrade, die menschliche Hand hat eher noch etwas mehr. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir sind alle Sekundenmilliardäre, das ist oben ein bisschen großzügig, im Faktor ja, 10 hoch 9, das ist eine Milliarde Sekunden. Aber so eine 20 Freiheitsgrade Hand, wenn jeder Freiheitsgrad nur drei Stellungen hat, die Kombinatorik führt schon auf ungefähr 10 hoch 10.
man kann diese ganzen Handposturen, die möglich sind, auch im Laufe des Lebens gar nicht alle erleben. Und deswegen ist immer nur ein Bruchteil dieser Möglichkeiten realisiert. Das heißt, das Lernen findet immer in Mannigfaltigkeiten statt. Und das interessiert uns, diese Manipulationsmannigfaltigkeiten aus empirischen Daten zu identifizieren. Das kann man beispielsweise mit Datenhandschuhen erstmal machen, dass man sehr schnell große Mengen an unterschiedlichen Handposturen in den Rechner reinbringt, dann guckt, in welchen Unterräumen die liegen. Und damit dann beispielsweise so Fähigkeiten wie das Greifen eines Zylinders oder das Aufdrehen einer Flasche vorbereitet. Und diese Bewegungsprimitive, die kann man dann wieder auf den Roboter geben und dann auf diese Art und Weise anspruchsvollere Fähigkeiten zu machen, wie beispielsweise sowas Alltägliches wie das Aufdrehen eines Marmeladenglases. Natürlich möchte man das auch visuell unterstützen, dass der Roboter sieht, wie ihm das Glas übergeben wird, dass er dann entsprechend seine Postur anpasst. Im Hintergrund hatten Sie dann noch das interne Modell gesehen. Und jetzt sehen Sie hier unser zweiarmiges System. Wir verwenden übrigens gern noch so einen Hintergrundroboter als Ansprechpartner. Für den Menschen macht es einen Unterschied, ob er gegen eine Wand spricht oder auch noch ein Gesicht sieht. Ich werde dazu nachher auch gleich noch was sagen. Das betrifft dann auch wiederum die Verbindung mit der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft. Da gibt es einen ganzen Sonderforschungsbereich, der in Bielefeld die Linguisten und die Informatiker zusammenbringt, um zum Thema Alignment in Communication, also wie es in der Regel zu einem relativ leichten, intuitiven und mühelosen Verständigen kommt, das unter Verbindung von Sprache und Handeln zu verstehen. Sie sehen jetzt, der Roboter hat umgegriffen und jetzt fangen die Finger eben an, mit dem Drehen zu beginnen. Jetzt wird erst nochmal eine entsprechende Handpostur eingenommen. Das zeigt hier, heutige Roboter sind noch sehr bedächtig in ihren Handlungen und das eben so mühelos zu kriegen, wie das eben Kinder schon machen, da ist noch ein weiter Weg, aber immerhin diese Grundkoordination, dass dieses Aufschrauben gelingt, was für Roboter eine recht komplexe Handlung ist, das ist hier schon einmal demonstriert. Das ist jetzt natürlich noch ein starres Objekt mit einer festen und einer bekannten Geometrie. Die Fingerkoordination, die ist hier durch Lernen in das System hereingetragen worden. Was uns aber interessiert, sind dann auch Objekte, die nicht mehr so kartesisch sind. Sie haben bei Herrn Dillmann schon gesehen, Schwämme sind für Robotiker attraktiv, weil man da eben auch Formvariabilität hat und auch so wichtige Arbeitsgänge wie das Reinigen, das wird uns bald beschäftigen, voranbringen kann. Aber auch so Objekte wie das Zerknüllen von Papier oder da unten sehen Sie, warum Interaktion schwierig sein kann. Sowas will man nicht modellieren müssen. Wir brauchen wiederum topologische Konzepte, um solche Interaktionssituationen zu bewältigen. Und sowas finden wir spannend. Und sowas für Hände zu ermöglichen, haben wir uns als einen ersten Benchmark ein Objekt oder eine Objektklasse vorgenommen, die wir alle gut kennen und die so einen schönen mittleren Weg beschreitet zwischen starren und elastischen Objekten. Das ist nämlich Papier. Das Handhaben von Papier, das bietet ja viele spannende Challenges. Paper, unsere ganze Wissenschaft ist ja around paper und around papers, aber auf der Physikebene hat man so Dinge wie biegen, falten, zerknüllen, zerreißen, also auch die Struktur zu verändern. Papier hat eine inhärente Gefügigkeit, aber es sind auch noch so Reste von kartesischen Eigenschaften da, sodass man so einen interessanten Zwischenbereich hat, wo man auch noch ein bisschen modellieren kann und diese physikbasierte Modellierung mit der Robotik zusammenbringen kann. Und das ist im Folgenden hier gezeigt. Hier haben wir ein System realisiert unter großzügigem Einsatz von Kameras, um jetzt mal reichlich 3D-Informationen zu haben. Und wir haben das Papier auch mit solchen optischen Markern versehen. Und dann hier sehen Sie so ein paar Elemente des Systems, dass das dann realisiert. Und was dann herauskommt, das sind dann hier solche Interaktionsfähigkeiten. Also zunächst mal die Modellierung, die Echtzeitmodellierung der Papierbewegung. Sie sehen, es entstehen so kleine Fehler, aber im Wesentlichen kann das System die Papierform ganz gut dreidimensional in Echtzeit rekonstruieren. Und das ist die Grundlage, um dann mit einer Roboterhand mit solchen Objekten umzugehen. Das kommt jetzt. Nun liegt das Papier flach auf dem Tisch.
Und wir wissen alle, auch wir können ein flaches Blatt Papier nicht ohne eine vorbereitende Interaktion vernünftig greifen. Und das macht der Roboter jetzt hier auch. Das hat er allerdings jetzt nicht selbst herausgefunden, sondern dieses Interaktionsprimitiv ist es ihm jetzt als eine Basishandlung schon mal mitgegeben. Und dadurch entsteht jetzt eben eine Wölbung, die sieht er wiederum. Und dann kann er diese Wölbung wahrgenommen habend mit der anderen Hand da eben drunter gehen und dann das Papier greifen. Wiederum in der noch Roboterhand typischen Geschwindigkeit, die heutzutage realisierbar ist, aber immerhin also ein erster Schritt auch mit formvariablen Objekten und ihrer Echtzeitmodellierung ein Stück voranzukommen. Neben dem Realisieren von solchen Systemen wollen wir natürlich auch grundlegende Erkenntnisse haben, kognitive Interaktion, was könnte man denn da grundsätzlich lernen wollen? Nun, im Grunde genommen geht es immer um das Formen und Nutzen von strukturierten Beziehungen. Und da, das kann man runterbrechen auf einige Kernfragestellungen, nämlich wie bereitet man so eine Beziehung vor? Beispielsweise, wenn man einen Türknauf greift, dann muss man erstmal sich in entsprechender Position, damit man, Sie wissen das alles, dann muss man den Kontakt mit dem Türknauf herstellen. Das ist ein zweiter wesensverschiedener Schritt. Da kommen wieder andere Kontrollstrategien zum Einsatz. Wenn dieser Kontakt hergestellt ist, dann muss er sichergestellt und gefestigt werden. Wiederum ein neues Bündel von Strategien. Während des Drehens muss er aufrechterhalten werden. Das ist eine Tracking-Aufgabe. Dann muss er nach der Aufrechterhaltung gegebenenfalls adjustiert werden. Die Tür fängt ja an aufzugehen und Winkel verändern sich und dann muss man das Ganze wieder abbauen und schließlich möchte man vielleicht das nächste Mal was gelernt haben. Und Sie sehen schon, das sind im Grunde genommen 7 Punkte, die sind komplementär und die muss man systematisch können und Sie können sich leicht vorstellen, das ist überhaupt nicht begrenzt auf den Türknauf. Das sind viele Interaktionssituationen, die alle diese Struktur haben und diese Struktur müssen wir verstehen, dann haben wir einen großen Grundbereich von kognitiven Interaktionen im Griff, jedenfalls was das Interagieren von Händen mit Objekten angeht. Aber, und das sehen wir jetzt gleich als nächstes, das lässt sich verallgemeinern. Wir haben nämlich Ebenen, Abstraktionsebenen. Wir waren jetzt bei der Geometrie und bei den physikalischen Prozessen. Da sind wir noch sehr physiknah. Wobei die Physik hat auf diesen Ebenen sogar schon die Selbstorganisation von spannenden Strukturen gut verstanden. Das wollen wir eigentlich auch verstehen. Aber da ist noch ein weiter Weg. Nun sind im Gegensatz zu den physikalischen Modellen die Agenten, die von Interesse sind, selbst wiederum mit Wahrnehmungsfähigkeit begabt, sodass die Katze schlecht modelliert, wenn sie die Maus so modelliert, wie die Maus den Käse modelliert. Obwohl die Maus bei dem Käse wahrscheinlich jetzt in dieser Situation auch Modellierungsfehler machen wird. Und Sie sehen, sobald in den Objekten Aktivität und Aktionsmöglichkeiten eingebaut sind, verändert sich etwas. Und man muss im Grunde genommen nicht mehr allein repräsentieren, sondern man muss auch noch das Vorliegen von Repräsentationen repräsentieren. Und das macht für Anwendungen viel Ärger, für Forschung viel Freude. Und gleichzeitig hängen daran natürlich auch noch Evaluierungsprozesse. Was ist mir wie viel wert? Und man sieht hier, hier sind sicherlich wichtige Evaluierungsprozesse im Gange. So Dinge wie Absichten kommen plötzlich herein, so Dinge wie affektive Zustände, das ist alles, was wir zumindest in unseren Physikkursen nicht mitkriegen. In der Physik gibt es keine Absicht. Da ist alles sozusagen absichtsfreies Gesetz. Jeder Raumzeitpunkt ist gleichberechtigt. Wir erleben die Welt anders. Da, wo wir sind, ist was Besonderes. Das, was wir wollen, ist etwas, das ist Wille und Absicht, das muss anders repräsentiert werden. Und das ist natürlich die große Frage, wie macht man das? Wir machen da in der Robotik heutzutage großen Pragmatismus, aber dadurch lernt man auch und kommt allmählich schrittweise weiter. Und was der große Unterschied ist, wenn man sowas hat, dann kommt man, ja, jetzt bin ich hier ein bisschen vorangerutscht, da wollte ich hin, wenn man so eine Ebene hat, so eine soziale Ebene, dann braucht man wiederum andere Interaktionen als Kräfte und Geometrien. Da kommt sowas wie Gesichtsmimik, wie Sympathie, wie Neugier, wie Angst, wie Furcht, wie Freude, wie Ekel, wie Begeisterung. All das kann ein Gesicht widerspiegeln und damit die Interaktion verbessern. Und in der Arbeitsgruppe von Gerhard Sager, sehr maßgeblich durch Frank Hegel, wurde in Bielefeld ein Roboterkopf, wir nennen ihn Flobi, entwickelt. Und der ist sehr modular, den kann man also in relativ kurzer Zeit umbauen, vom Männchen zum Weibchen machen und anderes mehr.
Und der ist sehr ausdrucksstark. Der hat Kameraaugen, der kann seinen Mund, seine Augenbrauen bewegen, der kann dank der LED-Technologie auch schamhaft erröten, seinen Kopf bewegen und damit Interaktionssituationen ganz durch diesen emotionalen Kanal anreichern und neue Dinge studieren helfen. Wann begreife ich einen Roboter als Autorität? Wann begreife ich ihn als Kind? Wie verändert so ein Kindchenschema meine Interaktion, dass ich Dinge beim Training beispielsweise übertreibe, überdeutlich mache? Und wie kann der Roboter das nutzen, ohne dass er darunter leidet, dass das Überdeutliche nicht mit der erwarteten statistischen Verteilung etwa von Phonemen übereinstimmt und dadurch Erkennungsraten reduziert? All das kann man damit angehen. Ein Projekt beschäftigt sich beispielsweise wie der Flobi-Roboterkopf als Motivator im Sporttraining genutzt werden kann. Und um Ihnen ein bisschen was von seiner Ausdrucksfähigkeit zu vermitteln, sind hier so ein paar verschiedene Gesichtsausdrücke mal aufgesammelt und eben auch unterschiedliche Perücken. Und Sie sehen, anders als jetzt beispielsweise von dem Kollegen Ishiguro, ist hier der Weg über ausdrucksstarke Karikaturen, etwa Peanuts können das ja auch gut, sowas wie Emotionalität und soziale Kontakt und Interaktion zu realisieren. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, nicht nur am grünen Tisch, das war ja auch alles nicht am grünen Tisch zu arbeiten, sondern auch dieses Schaffen von Systemen, so wie es hier in Karlsruhe ja auch sehr vorbildlich gemacht wird, dieses Schaffen von Systemen und den Umgang mit Systemen als ein wichtiges Testbett zu begreifen, um das Verständnis und das Vorankommen auf der für kognitive Systeme unvermeidlich komplexen Ebene zu befördern. Dazu haben wir verschiedene Systeme, Hand-Arm-Systeme, humanoide Roboter, aber eben auch virtuelle Agenten sind für uns von großem Interesse, um solche Dinge in unterschiedlichen Kontexten auszuprobieren. Das muss natürlich dann wieder softwaretechnisch unterfüttert werden. Über die Jahre wurde hier in Bielefeld ein Rahmenwerk entwickelt, das XCF-Rahmenwerk. Da gibt es inzwischen auch schon wiederum eine Nachfolgegeneration, aber Sie wissen, wie das ist. Die Nachfolgegeneration ist da noch nicht ausgehärtet und das, was dann ein Stück weit besonders zuverlässig ist, das ist dann eben das vorangegangene, also das ist ein XML-basiertes Rahmenwerk, wo man sehr flexibel diese unterschiedlichen Abstraktionsebenen verbinden kann, von den Services bis zum Low-Level-Controller-Code. Dazwischen verwenden wir hierarchische Zustandsmaschinen, um die entsprechenden Verhalten auf einer mittleren Ebene flexibel zu kodieren, und all das ist gewissermaßen der Rahmen, der auch die einzelnen Gruppen dann immer wieder zusammen und auf einen gemeinsamen Nenner bringt, und daran arbeiten wir, dass wir da in den nächsten Jahren weiterkommen. Das bringt mich ans Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.